Ladies and Gentlemen, Rundstreckenrennen steht an. Ah, dieser tut mal Auto wechseln. Also willkommen zurück zu Forza 4. Wollte ich nur mal erwähnen, ne? Falls jemand vergessen hat, was wir hier gerade machen. Wir spielen Forza 4. So, was fahren? Den Anfangswagen aus Horizon 1. Ach, das ist ein Hot Hatch? Ach, klasse. Gut. Vom Hot Hatch, Corrado VR6. Hat er jetzt ein V6 oder ein rein 6-Zylinder? Er hat V6, glaube ich. So, obligatorische den Schaden wieder an, damit wir auch viel EP kriegen. Ganz wichtig. Und dann gucken wir mal. Oh Gott, Frontantrieb auch noch. Jetzt wird's aber kriminell. Hoppala, das war der falsche Gang. Warum hat der Vorsafen eigentlich da so einen Stern 2 vor? Was soll das? Nun VR6. Okay, die Tastenkombi für die Telemetrie geht hier nicht. Kann ich dann eigentlich nicht jetzt mal gucken? Einstellung. Video. Nee, da. Ist ja alles. Nö. Hallo. Dann halt nicht. Aber ich glaube, der Wagen ist nicht konkurrenzfähig. Kämpft hier um 9. Platz, der ist doch schon armselig. Aber ihr Forza-Fan ist auch relativ weit hinten. Das gibt eine Hoffnung. Jawohl. Es läuft schon ein bisschen besser, trotzdem bin ich erst auf 7. Da muss noch ein bisschen was kommen. Weil das Ding hat keine Leistung. Oh, was bremst der denn an? Ja, doch, gut. Kommt jetzt, das funktioniert. Eine Runde habe ich noch. Ah, das sieht gut aus. Wenn ich jetzt keinen Fehler mache. Uiuiuiui.
Schönes Manöver. Weitestgehend auch fair. Ist der VR6 noch zu was gebrauchen? Läuft. Ultimativ sauberes Rennen. Ultimativ sauberes Rennen. Ich freue mich. Oh. Das war knapp. Uiuiui. Ui, ui. Jetzt bloß nichts mehr riskieren. Ich würde ja mal interessieren, ob die KI auch den Schaden aktiviert hat, dann, wenn die so zusammenfallen, dass sie dann auch langsamer werden. Das wäre natürlich ein geiles Feature. Boah! 4 Sekunden Stille! Also, aufgerundet 4. Das ist mal eine Ansage. Der eine hat einen komischen Wikinger-Hut drauf, warum auch immer. Das gab 6000 Punkte. Boah! Und da fehlen wir so 3, 4, 5 Punktchen. Ne, den Corrado, den kann ich weiterempfehlen. Der ist schon ganz nice. Söderle. Ein Blick auf die Karte verrät uns, dass wir noch einiges zu tun haben. Da rechts ist also so. Hier ist noch jede Menge. Alles hier Dirt und. Ne, das ist alles Dirt. Dirt ist alles Dirt. Alles richtig, richtig dreckig. Das hier ist ein. Das ist. Was ist für Wirbelsorgen? Offroader. Das ist eine Saisonmeisterschaft. Das könnte man nochmal in Angriff nehmen, weil hier ist gerade sowieso nichts. Außer diese Blitzerzone. Ich weiß, wir könnten noch einen Schatz machen. Mein Schatz, aber ich mach das hier mal. Warum lege ich mir die Route eigentlich für 2,50 Meter fest? Weil es 300 Meter sind. Macht Sinn. Wagen sollte ich haben. So. Experte, erster Platz. Wheelspin, Wheelspin, Wheelspin. Was kriegt man im PvP? Dasselbe. Da muss man nur erster, dritter, sechster werden. Naja, gut. Zu normaler Veranstaltung wechseln? Nö, sehe ich nicht. Es kommen jede Menge Leute, um sich dieses Wintersaisonrennen anzusehen. Also ab mit dir. Biete ihnen eine Show. Das ist alles für Dirt, ne? Oder für Querfeldein. Das ist nichts für... Warum kann ich nur den Ford nehmen? Das ist doch eine Frechheit, ey. Ich kann nur den... Ich kann absolut nur den Ford nehmen. Ja, okay. Dann ist es wenigstens einheitlich. Kommt die berühmte Ford-Phalanx wieder. Ich sehe jede Menge Fords. So, Schaden lasse ich an. Macht irgendwie Spaß, man muss aufpassen. Finde ich gut. Oh Gott, alles Forts. Nee, da braucht er eine Ram mit. Warum durfte ich die nicht nehmen? Frechheit. Ah, ich glaube, ich weiß warum. Gott, das Ding hat Bremsen. Das ist die Hölle. Im positiven Sinne natürlich. 5 Runden? Wollt ihr mich verarschen? Warum gibt es sowas nicht für die Streetmeisterschaft? Oder fürs Mana. Junge, Junge, Junge. Holy, oh nein, das ist nicht gut für das Auto. Das habe ich nicht bedacht. Na, mal gucken, wie es so läuft. Tut's ja aber schon schwer den Berg hoch.
Hui. Oh, Asphalt. Für wenige Sekunden. Aber ich komme, da fahren noch ganz andere Autos. Warum konnte ich nur den Ford auswählen? Ist echt frech, weil die Ram wäre besser gewesen. Oh. Vierter. Erster, ja. Ich weiß auch nicht, die können alle nicht mehr fahren. Haut mal ab da alle. Hui. Ein bisschen blocken. Oh, der ist neben mir. Na? Oh, da kommen wir mehr. Die Ratte. Ich wollte gleich ein Chris, heißt das Chris Cross-Manöver machen. Hat nicht ganz so funktioniert. Ja, spannendes Rennen, muss ich sagen. Da ist sehr eng hier vorne alles. Ich bin gut nach vorne gekommen, relativ schnell. Gerade durch diese Kurvenpassage hier, da ist die KI so ein bisschen... dumm wollte ich sagen, aber gerade sieht das ein bisschen anders aus. Vielleicht nur ein Pulk. Oh ne, das war die andere Kurve. Ah. Jetzt müssten sie eigentlich hart abbremsen. Naja, guck mal, da komme ich. Geschmeidig näher und auch geschmeidig vorbei. Die Kisten nehmen wir mit. Ich habe zu wenig Power. Die kommen mir besser den Berg hoch, habe ich das Gefühl. Kannst mir sagen, was du willst. Die cheaten doch alle wieder. Jetzt mache ich es anders. Oh, noch zwei Runden. Nehmen wir einfach mal den dritten Gang hier hoch. Vielleicht. Alter, okay. Oh Gott, hier verliere ich richtig viel. Da habe ich das komplette Momentum verloren in der Kurve. Da sollte man drüber nachdenken. Ich komme den Berg einfach nicht richtig hoch. Das sieht so bedrohlich aus da hinter mir. Aber der Wagen ist kaputt. Jetzt habe ich einen kleinen Vorsprung rausgefahren. So eine Sekunde. Reicht.
Wir haben einen falschen Gang genommen. Super. Aber ich habe jetzt den Vorteil auf meiner Seite, weil hier kann ich nochmal aufholen. Und dann ist es nicht mehr viel. Naja, das sieht gut aus. Zweiter Gang geht nicht. Boah, die kommen ja richtig schnell näher. Nee. Hau ab. Ey, das kann nicht sein. Das ist so knapp. 25, 26. Erst 5 einer Sekunde. Das 30.000. Warum gibt es sowas nicht für die Straßenmeisterschaft? Huh? Besser als jede Hüpfburg. Erreicht Stufe 10 in der Querfeld 1 Serie. Ach Gott, fehlte mir auch noch. Ich brauche keine Straßen. Ja, bla 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 bla. Und Runde 9 freigeschaltet. Und ein Wheelspin natürlich. Give me something special, please. Da war was. Ja, 5000. Besser als diese Dreckshupe. Sonst hupe ich dir gleich ein. Hallo Patrick. Dieser streng geheimen Akte zum klassifizierten Horizon Fortune Island Projekt nach ist Phase 9 im Gange. Deine Anweisungen. Aus Südkorea kommt dieser Flitzer, der sticht und nicht beißt, wenn du den Blitzer in den Bergen mit 3 Sternen durchreißt. Was war nochmal Südkorea? War das Hyundai? Südkorea, was war es? Kia? Irgendwie sowas. Weiß nicht mehr. Und wenn wir schon bei sensiblen Daten sind, an alle, die sich für die vorletzte Runde der Inseleroberung qualifiziert haben. Unser Entscheidungsrennen besteht jetzt aus 2 Rennen. Ihr könnt euch nach der Qualifikation bei mir bedanken. Ja, das ist fertig. Hier unten ist noch was. Aha. Tieflandtour, das ist doch auch wieder... Nee, das ist eine Straße. Es gibt halt Straßenmeisterschaft. Ich werd bekloppt. So, wir machen natürlich das einmal zu Ende, ne? Wo bin ich denn? Ich bin da. Wo fahre ich hin? Das ist völlig egal, ne? Das ist eine Rallye. Nee, Rallye habe ich keinen Bock. Das ist das, was ich gerade mache. Ja, genau. Erstmal durchblicken. Das verstehe ich trotzdem noch nicht. Warum ich meinen Ram nicht fahren darf. Das ist voll gemein. Ach, das ist da oben. Oh nein, das ist da oben. Ich habe einen Bereich entdeckt. Ach, hier war ich schon, ne? Da oben ist ja auch noch ein Rennen. Stimmt, ich vergaß. Boah, dieser Weg, ey, irgendwann träume ich davon, glaub mir. Natürlich ganz oben am Arsch der Welt. Da hinten. Da muss ich ja nochmal hin irgendwann. So, fortsetzen. Was sind die Beschränkungen? Zugelassene Autos ansehen. Aha. Hunderte Offroad, da habe ich doch mehr.
Ich hab doch... Manu. Was ist mit der RAM? Oder hat die zu viele Punkte? Oh. Aber den könnte ich doch nehmen. 518. Oder muss das... Ach, das muss B sein. Okay, dann macht das alles scheiße. Dann muss ich damit klarkommen. Dann muss ich damit klarkommen. Soll er wieder ein 6000 Runden rennen oder haben wir jetzt mal ein bisschen weniger? Ah, Sprintrennen, das gefällt mir sehr gut. Das mit dem Schaden funktioniert da nicht. Durch den Aufprall ist der Wagen kaputt. Die anderen können natürlich weiterfahren. Die KI hat also keinen Schaden. Finde ich schon ein bisschen frech. Aber nur ein bisschen. Finde ich gemein. Ui! Warum bremsen die eigentlich hier? Soll mir egal sein. Nope. Ich glaube, beim letzten Rennen war die Karre doch irgendwie kaputt. Weil die kommt doch verdammt gut hier durch. Hui! Alter! Allgemein. Nee, 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 warte mal, warte mal, warte mal. Nein! Die Ratte. Die Ratte. Menno. Nur der zweite Platz. Hat der andere Raptor. Da gibt es noch eine andere Raptor. Warum kann ich... Ich kann auch nur... Da, Chevrolet ZR2. Hier ist irgendwas faul. Irgendwas ist hier faul. Ich sage durch. Stimmt doch was nicht. 199. Wir stehen kurz davor, die
qualifizierten Fahrer für die nächste Runde bekannt zu geben. Was ebenfalls bedeutet, dass wir kurz vor den letzten 12 Fahrern für den Leviathan und den Kraken sind. Was bedeutet, dass du dich konzentrieren musst. Sorry. Sag mal, stand da gerade nach 199 1, also von den Leveln her? Ich frage. So, wo sind wir denn jetzt hier? Am Arsch der Welt. Ja, wirklich am Arsch der Welt. Och du. Komm, dann machen wir das. Gönnen wir uns noch eben, ja? Das gönnen wir uns noch. Dann nehmen wir natürlich wieder den guten TVR. Der kann alles. Der alles Könner. Dann machen wir noch einen schönen Sprung. 2174 Fähigkeiten stand da, glaube ich, gerade. Ultimative Fähigkeiten, wohlgemerkt. Wo ist er denn jetzt hier gewesen? Da hinten. Ach, ich bin ja... Oh, da muss ich mal hoch. Meinst du, dass da irgendwo ein Schild versteckt? Oh. Nee. Kann man da hochfahren? Ja. Aber hier ist nichts. Man weiß ja nie bei dem Spiel, ne? Was ist das da vorne? Oder einfach nur so ein... Oh, da geht's runter. Alles klar. Okay. Nehmen wir ein wenig Anlauf. Ein wenig. Nein, der zählt nicht. Ich dachte, ich hätte da eine Tafel gesehen. Alles gut. Okay, das Ganze nochmal. Oh ja. War jetzt nicht so geil, aber es sind 3 Sterne. Das würde ich sagen, reicht erstmal. Danger. So. Haben wir das auch? Oh, da sind noch so ein paar. Ah, wir haben noch genug zu tun. Wir haben noch genug zu tun. Ach ja, die Story ist auch noch da. Oh. Es gibt noch viel zu tun. Für heute war es das. Bis zum nächsten Mal. Mir fällt kein Reim ein. Tschüss.